Und hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Muss ja unbedingt mal ein bisschen ausleuchten. Vor allen Dingen hier kann man noch ein bisschen fallen. Hier unten kommt die Druckermaschine hin. Hier kann man jetzt schon mal den Boden reinhämmern. Was nehmen wir da jetzt zur Boden? Probenholz? Holz? Mal ganz steriles Eichenholz. Ich bin eher für Eichenholz. Ich bin für Eichenholz. Hier. Ja, machen wir was da. So, 64. Das wird nicht reichen. Aber ich weiß, wo welches ist. Uiuiui. Neue Musik. Ich habe ja gesagt, dass ich in meiner Playlist hier neue Lieder drin habe. Ne? Das ist zum Beispiel eins davon. Das macht aber ganz schön Stimmung. Schöne Stimmung. Naja, so. Da fehlt eine Stufe, eine Steinstufe. Na, na, na. Hier oben wollte ich nicht hin. Das ist auch hier schon vorbei. Ist das Lied schon wieder vorbei. Und wir machen ja fröhlich weiter. Yeah. Lass mal ja Stuhl richten. Dann müssen wir uns gleich nochmal angucken, wie die Druckerpresse ja gemacht wird. Vier Stück, ernsthaft. Ah! Wollte ich gar nicht runterspringen, na egal. Vier. Genau. Wie auf die Hand zugeschnitten. Dann müssen wir irgendwie noch so eine Treppe an der Seite auch machen, hinten wahrscheinlich. Ja. Hier. Fertig. Wie machen wir das hier? Am besten so. Am besten so. Am besten auch noch ausfüllen. Upsala. Nee, nicht mit dem. Dem hier. Damit. Und auch weg damit. Jetzt kommen wir hier erstmal nicht mehr raus. Hier muss man provisorisch hier was reinschlagen. Ich glaube, ich finde es an der anderen Seite ein bisschen besser, wenn hier ein Loch ist. Na egal. So. Können wir draußen auch noch Informationen haben? Also gerade die neuesten News sind? Könnten wir ja machen.
Schöner Bogengang auf jeden Fall. Machen wir einen Follower. So. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir auch langsam mal oben. Darum kümmern, wie das hier ausschauen soll. Also an einer Seite sind eigentlich schon, also es soll ja noch ein Schornstein hin, ist ja eine Manufaktur, ne? Eine Glasmanufaktur. Weil Lemetin, also der Ort hier, der heißt Lemetin, da muss man also was essen. Der hat ganz, ganz große Zuckerplantagen. Und mit diesem Zuckerrohr kann man ja auch ideal Zellstoff herstellen. Und mit diesem Zellstoff kann man wiederum super Papier erstellen. Das ist einzigartig. So ein Probefenster machen. Au. Au, au, au. Das langt vollkommen, ne? Noch ein bisschen langen Sandstein. Ja, das langt vollkommen. Das schaut doch gut aus. Das schaut gut aus. Ist das eine jetzt so hoch oder kommt mir das nur so vor? Nicht so vor. So. Perfekt. Ich weiß eben jetzt nur noch nicht, was hier für Glas reinkommen soll. Die Hüpf. Das bisher höchste Gebäude mit hier. Zumindest auf der anderen Flussseite. Da ist das Latter Sandstein weg, aber da machen wir uns noch ein Stack von. Geht da ganz leicht. So. Was gibt es denn Neues aus der Welt? Großbritannien will aus der EU austreten. Dieses Brexit-Abkommen
sehr interessant zurzeit, weil könnt euch bestimmt vorstellen, was dann passiert. Riesengroßes Wirtschaftschaos. Oder wenn das Wirtschaftschaos nicht. Aber es ist gleich Nacht. Da geht die Sonne runter. Jetzt ist Nacht. So, ich mache das jetzt erstmal nur so. Und dann gehen wir mit der Leiter hoch. Und kümmern uns von oben um den Rest. So, 37 habe ich noch, das langt. Gerade noch so. Da müssen wir unsere Sandreserven mal ein bisschen auffrischen. Wir haben auf der anderen Flussseite eine Truhe. Und Tepper. Soll wirklich mal was trinken? Was trinken, soll ich schon was essen? Ufo-Mann. Der Ufo-Mann. Guck mal, hier wäre auch noch Tropenholz gewesen, Stödel. Hier ist sogar noch ein Tropenholz sitzen, hier ist noch Quarz. Und Glowstone und Dust. Zauntore, Fichten, Erde, Eisenerz. Kohleblöcke. Gut zu wissen. Kakteen. Flusskiste. Oh ja, wir haben ein bisschen Sandstein, oder? Kommen wir erstmal hin. Und das sind auch Glasscheiben, so wie ich da gerade gesehen habe. Nee, Glasblöcke. Das bedeutet. Wir haben da ein schönes Glas, was wir da verwenden können. Die Straße wird auch bald weitergeführt. Schaut auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Leitern. Genau. So, wir klettern mal da hoch, wo es nicht so hoch ist. Nämlich hier. Naja, ist er doch noch ein bisschen höher. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Heute ist ja Donnerstag und da bin ich sehr gespannt, wie die Wahlen ausfallen, weil ich glaube, oh, Moment, heute ist Donnerstag, da ist ja heute der letzte Juni, heute ist der 30. Mensch, morgen ist schon Juli, ist schon der neue Monat, so schnell vergehen die Monate. Und fröhliche Musik aus Rummelsberg. Ja, das gefällt mir von innen schon mal. Da kommen große fröhliche Fenster rein für fröhliche Mitarbeiter. Ah, der Türschwelle müssen wir noch mal ein bisschen arbeiten. Ah, so, gucken wir mal von hier. Ja, ich gucke mal lieber von unten. Ja. Wie das von hier aus schaut. Und ja, das ist ein bisschen eigen, gebe ich ehrlich zu. Aber wir werden sehen, was wir daraus schließen. Vor allen Dingen ist das eine ganz schöne Spielerei hier, was ich da gemacht habe. Ach ja, jetzt fällt mir es ein, da wollte ich auch so Treppenstufen drunter machen. Eieieiei. Da muss ich noch mal drüber gehen mit der Erde. Na, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ciao.
Bis morgen, meine lieben Freunde.